seit wir Eltern geworden sind und der Alltag Einzug gehalten hat, tragen wir Flanellpyjamas. Wer hätte gedacht, wie gut sich dein kleiner Bauch, der damals mit meinem Großen gewachsen ist, gegen meinen Rücken gepresst anfühlt, auch wenn sich zwei Lagen Stoff dazwischen geschoben haben. Ich dachte ja, die ständig unterbrochenen Nächte, die geteilte Aufmerksamkeit und die Multiplikation der Beziehungen würden sich da auch dazwischen schieben, aber dabei liege ich dir so nah wie nie und wünsche das nächste Aufstehen müssen, so weit weg wie möglich. In der Belletristik, von der ich mir immer ein paar Seiten vor dem Einschlafen gönne, sind Helden und Heroinnen immer schön. Sie altern wie guter Wein. Und rechtzeitig, bevor die Zellulitis einsetzt, kommt das Happy End. Und dann? In unserer Realität tauschen wir täglich diese rosarot ungewisse Zukunft gegen gemeinsame Vergangenheit, die zu Schwarz-Weiß-Bildern im Fotoalbum unserer Erinnerung verblasst. Wir zelebrieren die Intimität des sich gegenseitig Mitesser am Rücken ausdrückens und haben längst aufgehört, für einen Furz das Zimmer zu verlassen. Ja, und für alle, die sich immer schon gewundert haben, was Blümchensex nun eigentlich ist, also das ist das, was sich am Wochenendmorgen gerade noch ausgeht, bevor die Kinder mit Frühstück rufen, unser Zimmer stürmen, und es fühlt sich ganz fein an. Mit beginnender Altersweitsichtigkeit wage ich einen Blick in die Zukunft. Und hoffe, uns bis zur gemeinsamen Ermattung zusammenzusehen. Du arbeitest daran, mich noch ein paar Jahrzehnte auszuhalten, so wie du dich jetzt schon darin übst, meine Spinnereien zu übersehen und meine Ausbruchsversuche zu unterstützen. Damit ich umso sicherer mit ein paar blauen Seelenflecken in unser gemeinsames Heim zurückkehre und wenigstens einen Sonntag lang friedlich bin. Also zumindest, wenn es regnet. Ich lasse mir dafür ein paar technische Details erklären, die ich nicht so genau wissen wollte, und spreche dabei heimlich stumme Gebete, dass du nicht so ein selbstherrlicher Besserwisser wirst wie die meisten alten Männer, sondern hin und wieder in der Realität eincheckst und schaust, ob ich noch da bin. Dafür bist du aber auch mein kongenialer Partner im Aufwärmen alter Zirkusgeschichten. Und wer die Story vom Feuerspucken im Baumarkt noch nicht kennt, soll sich bitte in die Liste für die nächsten 20 Jahre Paarplaudereien eintragen lassen. Die Geschichte kommt verlässlich wieder und wieder. Wir haben mittlerweile 4 schwere Operationen gemeinsam durchgestanden. Du an deinem Stammplatz vor der OP-Türe. Die schwerste für mich war die, wo nicht ich auf der anderen Seite gelegen bin, sondern unser Sohn. Du hast mir ein Suchbild vom Aufwachzimmer geschickt, wo ich ihn unter all den Schläuchen erst finden musste. Und sollte ich je an unserer Fähigkeit, Familie zu sein, zweifeln, weil du es nicht schaffst, Küche und Keller in einem Zustand zu hinterlassen, den ich als aufgeräumt bezeichnen würde, dann erinnere mich bitte mit einem Augenzwinkern daran, dass von all den Malen, die wir dich gebraucht haben, du kein einziges Mal gefehlt hast. Und da war immer die Vorstellung, gemeinsam alt zu werden. Und ja, ich weiß, dass das Falten involviert, und wenn ich ein bisschen besser nachgedacht hätte, dann würde es mich auch gar nicht wundern, dass die Berge niedriger und die wilden Wasser zahmer geworden sind. Und dann sind da noch die Speckröllchen und Haare an unerwarteter Stelle, aber es geht doch mehr ums Gesamtpaket, oder? Und da war auch gar keine Rücksendeadresse, und bei wem bitte willst du dich beschweren? Du bist jetzt jahrelang zu Hause bei den Kindern gesessen, damit ich mich auf der Bühne produzieren kann. Aber jetzt sind sie groß und sitzen selber da, und da wären wir jetzt doch frei für diese Hand-auf-Hand-Akrobatik, aber es schaut aus, als ob wir alt geworden sind.
Und so sitzen wir jetzt manchmal selbst im Publikum und zittern Händchen haltend einem Diabolo oder Einradtrick entgegen oder einer Textstelle. Und es schaut aus, als ob sich da eine Reihe fortsetzt. Wie zu einem Ende kommen? Am liebsten noch nicht. Aber lass mich dir in der Zwischenzeit versichern, dass dieser Applaus für dich ist. Danke.